Moin zusammen und willkommen zurück zu Tested on Humans. Wir sind im Directors Room und müssen uns erneut hier um alles Mögliche an Rätseln kümmern. Okay, wir sehen uns erstmal um, ne? Access Code. So, F1, ich brauche allmählich eine neue Seite, schon alles voll geschmiert. Okay. A2 B4 L5N. So schreibe ich 55N, L5N. So, F ist gleich 1. U ist 3. Das kommt hier alles nicht drin vor. D auch nicht. C auch nicht. Na, das ist ja spitze. Okay, E1, 2, 3, 4. Und da haben wir unterschiedliche Einstellmöglichkeiten. Bis 90 gehen die Zahlen. So, E1 plus E2 gleich E3. Okay, F3, E3 plus 10 gleich E4. Okay, gut. Also E4 ist die größte Zahl. Dann E3 ist 10 tiefer und das können natürlich noch alle möglichen sein. Mal gucken, dann brauchen wir vielleicht noch einen Clou zu. Also Beispiel 90. Wenn E4 90 ist, dann ist E3 80 und dann kann E2 zum Beispiel 50 und 30 sein. Irgendwie sowas in der Art. Vielleicht finden wir noch einen Clou. Was? Öffne die Schränke, um eine andere Hälfte der Wahrheit ans Licht zu bringen. Okay, hier haben wir 4 von diesen Dingern. Die können wir da drauflegen, ja, wissen wir aber noch nicht. Die andere Hälfte der Wahrheit. Wie viele Wahrheiten gibt es denn noch? Mhm. So, blau, weiß, schwarz. Einfach nur aufaddieren. Blau, weiß, schwarz. Blau ist 2, 0, 5, 7, 9, 10. Kann schon nicht sein, ne? Kann schon nicht sein, weil wenn wir da unten dran müssen, eine Zahl größer als 10 wird wohl hier nicht eingegeben. 1, 2, 3, 3. Okay, also müssen wir die Größe bestimmen. Ne? Welches ist die größte? Kann das sein? Blau. Ich zähle es nochmal zusammen. 2, 5, 7, 9, 10, 11, 15. 15 für blau. Weiß ist 3, 6, 7, 9, 12, 14, 16, 17. Weiß ist 17. Schwarz 2, 4, 6, 9, 14, 17, 18, 20, 22. 22. Okay. Aber es ist nur ein dreistelliger Code. Die Reihenfolge ist blau, weiß, schwarz. Blau ist 15. Die Quersumme ist 6, 8 und 4. Nee, natürlich nicht. Was könnte stattdessen sein? Es findet ja hier viel mit Addition statt und so, ne? Es ist die Reihenfolge. 2, 0, 3. 2, 2, 1. 1, 3. Nee. Glaube ich auch nicht dran. Die höchste Zahl ist die 5. Bei dem schwarzen Ordner hier. Nee, weiß ich noch nicht. Weiß ich noch nicht. Okay, was haben wir denn hier? Oh toll! Plus, plus, plus. Super. Und das ist es offensichtlich nicht. Bei den anderen können wir nichts machen. Okay. Ausprobieren. Nee. Bringt nichts, ne? Hm.
Nee, bringt nichts. Ist denn da was drin? Nö. Plus, plus. Ist da was drin? Nee, ich sehe nichts. Okay, finden wir schon heraus. Na schön. Toll. It was just a nightmare. Okay, warte mal, da könnte es einen Zusammenhang geben. Guck mal. Da ist plus, plus. Vier Plusse. Wie wäre es denn, wenn wir die Plusse erstmal dahin legen? Plus, plus, plus. So. Jetzt haben wir vier Plusse. Und die ziehen wir raus. Jetzt nicht gültig. Nee, ist es auch nicht. So, und wenn wir die Plusse nun in die Mitte legen. Das ist es. Okay. Gut, cool. So, was haben wir denn da? 10, 10, 10. Super. 10, 10, 10. Ein Dreieck. Ein Dreieck haben wir hier auf dem Tisch. So, da fehlt aber noch irgendwas. Okay. Entweder hier noch diese Halter oder eine Kugel fehlt. Fabelhaft. Was ist denn da? Ach, guck mal an. Oh, je, je, je. Was soll ich tun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es sind auf jeden Fall mehr Kreise als Dinger. Warte mal, ist das ein Sternbild? Aus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sternen? Da war doch hier vorne. Leichte Koordinationsschwierigkeiten. Das nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Der große Wagen, ne? Kann es das sein? Ist unser Direktor der große Wagen? 1, 2, 3. Nee. 1, 2, 3. Und dann der Wagen, so. 1, 2, 3. Nee, wohl kaum. Nee, das ist es wohl nicht. Lass mal gucken. Wie war denn das andere Sternbild? Wie sah das denn aus? Aber es macht schon den Eindruck, dass das da hinkommen könnte, ne? Das hat mehr Sterne. Es muss der hier sein. Der Wagen. Okay, der macht oben Schlenker nach unten und das ist gerade. Okay. Also das hier könnte mit dem Schlenker schon hinkommen. Aber dann gibt es hier kein Quadrat mehr. Das ist dann zu groß. Und wenn das umgekehrt ist? Nee, kann nicht sein, weil dann ist der Schwenker hier oben falsch. Also wenn ich jetzt gesagt hätte, so... So ungefähr? Nee. So? Auch nicht. Aber warte mal, die beiden hier... Das ist es. Das ist der große Wagen. Ah, mhm, okay. Was stand da? E1. E1 rechts und E2 links. 2 links, okay. Ist auch noch die Drehrichtung wichtig, oder wie? E1 rechts und E2 links. Ja, weil also E1 ist kleiner. Okay, fabelhaft. Ja. Dann gibt es ja nur noch 100 Möglichkeiten. Okay, also, sagen wir mal. Okay, welche Optionen gibt es denn? Ich brauche jetzt wirklich gleich eine neue Seite. E1, E2, E3 und E4. So. Nehmen wir mal an, E1 ist 10. Könnte E2 20 sein, dann ist E3 30 und E4 ist 40. Wenn E2 kann auch schon größer sein. Das sind noch viel zu viele Möglichkeiten. E2 kann auch 20 sein und so weiter und so weiter. Da können wir doch nicht alles ausprobieren, oder? Gibt es nicht noch einen anderen Clou? The other half of the truth.
Open the cabinets. Aber mehr geht da auch nicht, ne? Ach, das ist nur hierfür. Okay. Damit hat er sicherlich auch nichts zu tun. Okay, ich schreibe nochmal die anderen Möglichkeiten auf. Okay, E1 bleibt 10. 30, dann ist E3 40 und dann ist E4 50. So, wenn das 10 bleibt, 14, sollen wir das einfach mal machen? Okay, also angenommen, E1 ist 10. E2 muss auf jeden Fall kleiner sein. So, 20, dann ist E3 30 und E4 ist damit 40. Gut, passt schon mal nicht. E2 ist 30. Dann ist das hier 40 und der ist 10 höher, 50. Ich glaube nicht, dass das hier auf Ausprobieren hinausläuft. 30, dann... Halt, nee, da hatten wir schon. Wenn der hier 40 ist, dann ist der hier 50, dann ist der 60. Ist auch schön, dass man das so nach und nach machen kann. So, 60. Dann ist der hier 70 und der hier ist 80. Das ist auch nicht toll. Wenn der hier 70 ist, dann ist der hier 80 und der hier ist 90. Nein, der hier ist 80, dann ist der hier... Nee, das geht schon mal nicht. Okay, das passt schon mal nicht, weil mehr als 90 gibt es ja nicht. Okay, nächster Schritt. Der hier ist 20 groß. Dann E2 muss größer sein. Das war doch die Aussage auf dem Bild, ne? Oder 20, dann sagen wir mal, der hier ist 30, zusammen sind das 50. 50 und der ist 10 höher, dann ist es 60. Ist es aber auch nicht. So, wenn der hier 40 groß ist, dann ist der hier 60 und dann ist der hier 70. Müsste ich hier eigentlich dran drehen? Nee, 40. So, wenn der hier 50 groß ist, nee, halt, den hatten wir gerade. Wenn der hier 60 groß ist, dann ist der hier 70, so, und dann ist der 80. Nichts passiert. Der hier ist 70, das ist doch die letzte Möglichkeit. 70, dann ist der hier 80. Das stimmt überhaupt nicht. Es ist ja immer plus 20. Oh nein! Okay, fangen wir nochmal bei den 60 an. Dann ist der hier 80, dann ist der hier 90. Das ist auch nicht. So, 70, 20 plus 70 ist 90, das passt schon mal nicht. Wenn der hier 30 ist, 30, dann ist der hier 40, ist 70 und der ist größer 80. Okay, dann bleibt ja nur noch die letzte Möglichkeit mit 50. Dann sind das hier 80. Dann ist der hier 90 groß. Nichts stimmt. Okay. Nichts von dem ist richtig. 40, 50, 90, das passt schon nicht. Das hier muss also eine Zahl bis 30 sein. Tja, und nun? Habe ich denn irgendwas falsch gemacht? Oh nein, das habe ich ja total falsch gemacht. Oh nein. Okay, E1 ist 20, E2 ist 10. Ich habe es einfach mal ausprobiert. E1 ist die größere Zahl und E2 ist die kleinere. E1 ist die größere, aber was, nee, warte, bevor ich daran gehe, was hatte das dann hiermit zu tun? E1? Das hat mir gar nichts gesagt. Okay, was auch immer. Es hat jetzt funktioniert. Gut, hat ja auch lange genug gedauert, ne, diese Spielerei. So, was haben wir denn hier?
Toll. Ich weiß Bescheid. Ist da irgendwas noch hinter? Nee. Okay, super. Inwiefern hilft mir das? Warte mal, passt das hier zu? Nee. Nee, ich sehe keinen Zusammenhang. Access Code. Außerdem, wo muss ich den eingeben? Wo muss ich den eingeben? Hier ist inzwischen geschlossen. Geschlossene Gesellschaft. Hier drüben komme ich immer noch nicht ran. Das da konnten wir auch noch nirgendwo verwenden. Das heißt, das Einzige, was jetzt noch übrig bleibt, ist das hier. Ernsthaft? Und das da natürlich. Aber hier ist keine Platte drin, ne? Nee, irgendwas fehlt. An die Schubladen hier kommen wir auch nicht ran. Okay, super. Hier brauchen wir nicht mehr ran. Also ist tatsächlich das Einzige, was noch fehlt, oder das, was als nächstes in der Reihe kommt, ist das hier. Da hatte ich die Blues, Whites und Schwarz ja schon mal zusammengestellt, gezählt. 2, 2, 1, 0, 2, 3, 3, 1. Ahnung. 0, 2, 2, 2, nee, 3, 2, 2, 3, 3, 1 und 1, 2, irgendwas. 2, 5, 2. Hm. 0 plus 2 ist nicht 3. Waagerecht, 2 plus 0 ist nicht 3. Ist das dann wieder so ein Additionsrätsel? Das war es doch vorher schon öfter. 2, 3, 2 ist 7. 0, 3, 4 ist 7. 3, 1, 3 ist 7. Okay. 2, 2, 5 ist 9. 2, 3, 3 ist 3, 6, das ist 8. Das passt nicht. 8 und das ist 4. 9, 8, 4. 5, 6, 7. Keine Ahnung. Sieben, sieben, sieben. Okay, wenn ich das mal so aufmale. Sieben, sieben, sieben. Und dann haben wir hier 9, 8, 4. Und dann haben wir hier 5, 6. Das bringt auch nichts. Okay. 2, 2, das ist 5. 2, 3. Ist 5, 3, 1. Und wenn die 1 jetzt auch eine 1 ist, damit das 5 ergibt, nur die blauen zusammengezählt. 3, 2, 2 ist 7. 3, 3, 1 ist 7. Und 1, 2 sind 3, dann ist das eine weiße 4. 2, 5, 2 ist 9. 4, 3, 2 ist 9. Und 3, 1, dann ist das 5. Kann es das sein? 1, 4, 5? Ist das möglich? Komme ich jetzt da ran? Hallo? Lass mich ran da. Und wenn es das ist, 1, 4, 5, das war es tatsächlich. Okay, von oben nach unten zusammenzählen. Yay, got it. So, dreieckiger Ball. Dreieckig? Findest du? Okay. Gut, der gehört offensichtlich hierhin. Aber erstmal müssen wir noch das Rätsel da lösen, ne? So, okay, genau, da haben wir die. Alles klar. So, warte mal, wir hatten doch auch hier das hier gefunden. Ja, Moment. Ja, okay, Sekunde, warte, raus hier. Okay, also. Wir haben die drei Farben, die vier Farben, gelb, lila, grün und rot. So, gelb und rot sind da an der Seite. Gelb ist 1 und rot ist 3, ne? Rot ist 3, genau.
Rot ist 3. Lila ist zweite und vierte. 2 und 4. 2 und 4. So, und dann hatten wir außerdem den Clou bekommen, hier, die Seiten sollen immer 10 ergeben. Okay, probieren wir es mal, ob das die Lösung ist. So, also, grün ist 4. Gelb ist... Gelb ist 1. Und lila ist 2. 4, 2, 1 sind 7. Das heißt, hier dürften maximal noch 3 dazu. Achso, 3. Vielleicht fangen wir erstmal mit dem hier an, das ist einfacher. So, also grün ist 4. 4 plus 2 ist 6. Und wenn das 10 ergeben soll, muss da also noch eine 4 hin. So. Lila, zweimal lila. Lila ist 2, 4 plus rot plus 3 ist 7, also muss da eine 3 hin. Nochmal rot. So, lila. Ja, hätte ich auch gleich machen können, ne? Lila 2, offensichtlich müssen wir nicht alle von diesen Dingern hier vergraben. Lila ist 2, 3 und grün ist 4, 2, 3, 4. 4, 7, 9. Ja, aber wir können nur noch einen gelben vergeben. Das kann nicht sein. Das ist richtig? Warum ist das denn richtig? Okay. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Grün ist 4 und lila ist 2. Doch, stimmt. Ich habe mich verrechnet, natürlich. Das sind 6 und ja, und dann die gelben. So, das hier haben wir gefunden, vorne im Eingang. Rot ist V1. Da war es schon gewesen. Alter. V1. Das gibt's gar nicht. Es gibt keine 1. Grün? Hä? Moment. Gehen wir nochmal zurück. Lass mich raus hier. Hilfe. Na. So, hier. Rot ist V8. Habe ich undeutlich geschrieben da. So. Habe ich voll undeutlich geschrieben. Also, nochmal. Rot ist V8. So. Blau ist C9. Oh, okay. Ja, cool. Okay, was ist hier? Why hide a notebook behind a painting? It makes no sense. Doch. I need to get out of here. Ja, das sehe ich allerdings auch so. Die Frage ist nur, wo sind alle? Krankengeschichte, 12.12.2021. Das ist bald. Alex Fox wurde vor kurzem mit paranoider Schizophrenie diagnostiziert. Sie hat Halluzinationen, die sie glauben lassen, dass Experimente an ihr durchgeführt werden, und außerdem weist sie Tendenzen zum Realitätsverlust auf, weshalb sie in den Hochsicherheitstrakt verlagert wurde. Wir haben begonnen, die neuen Medikamente zu verabreichen, um zu sehen, ob sich klinische Veränderungen feststellen lassen. Dr. Karpanji, den haben wir schon kennengelernt, Klinikleiter der psychiatrischen Anstalt St. John's. Okay, was ist jetzt echt und was nicht? Weil wir haben ja an dem Aushang hier in dem Raum gesehen, ne? Sie hätte sich freiwillig gemeldet. Das sieht ganz und gar nicht aus. Is this even real? Toll. Ist das wirklich real? Ja, offensichtlich nicht. No. Okay. Jetzt kommen wir hier raus. Ach du Heiliger. Oh nein, one way. Oh nein. Oh die Ärmste. Oh nein. One way. Oh nee. Ach die Ärmste, was die durchmachen muss. Nein, du sollst dich nicht darunter stürzen. Das ist der Exit. Oh Gott, okay, lass uns sehen, was passiert. Sie fällt. Wake up, Alex. Time to take your medicine. No. How do you feel? No. It was just a nightmare. No! Don't
Don't worry. You'll feel better in a moment. Die Geschichte des Spiels wurde vor der paranoiden Schizophrenie unserer Mutter sowie ihrem Kampf zur Einnahme von weniger Medikamenten inspiriert. Oh nein. Oh nein, und damit sind wir durch. Ach du. Ich meine, ich wollte sagen, Scheibenkleister, meine Güte. Ja, Leute, wir haben es hingekriegt. Oh Gott, was sie, wer sie da durchmachen muss. Warte mal, das ist gar nicht der Fokus. Der Fokus ist hier viele Rätsel lösen. Und das haben wir hingekriegt. Escape Room. Also Leute, warte, halt, das muss ich euch auch zeigen. Das finde ich wichtig. Das gehört sich so zu zeigen, wer das hier veranstaltet hat, einfach um. Ne? So von wegen, Leute, habt ihr super gemacht. Und euch, Leute, danke ich vielmals fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Alles Gute.